Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute lese ich aus 1. Korinther 2, die Verse 9 bis 12. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was in kein Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und das hat bereitet, weil es der Geist Gottes offenbart. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Welch ein wunderbares Wort. Wir, die ihn lieben, können erkennen, was er uns geschenkt hat. Ich denke, dieses Wort ist nicht nur für die Ewigkeit. Dass dort werden wir sehen mit dem Herrn, was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und was in kein Menschenherz gekommen ist. Wir werden es dort sehen, nach unserem Leben, aber in dem Leben, in dem ewigen Leben mit dem Herrn. Ich denke schon hier im Leben, jemanden, der den Herrn bekommen hat, der ihn im Herzen hat, der sieht ganz anders die Dinge. Jedes Blümlein, jedes Vögelein, wie er singt. Ihr Luft einatmen, sehen, die Farben, all das, das hat Gott uns wunderbar erklärt. Und das ist so schön, wenn wir das mit Gottes Kraft, auch mit Gottes Augen sehen können. Aber hier geht es um die Ewigkeit. Und ich denke, es ist so schön, auch jemand begleiten in die Ewigkeit. Ich bin gerade die letzten Tage mit meiner Mutter. Und meine Mutter ist nach 90 Jahren, hat sie ein erfülltes Leben gehabt, ist sie gefallen, hat den Arm gebrochen. Nach der OP kommt sie nicht so richtig auf die Beine und man sieht, jeden Tag wird sie schwächer und ich sitze manchmal bei ihr. Und gestern war ich auch so und sehe also das Leben, das geht aus und habe mit ihr gebetet und die liegt so ruhig. Und dann sage ich, Mama, gell, in den Händen Gottes wird es schön sein. Und sie schaut auf mich so treu und sagt, ja. Ja, das ist so schön, in den Händen Gottes sein. Ich denke, so ein Trost. Ja, wir trauen. Es tut mir weh, dass meine Mama jetzt geht und nicht mehr da sein wird. Aber ich freue mich, dass sie auch in die Ewigkeit geht. Ich denke, das ist wunderbar, das zu wissen. Und Gott hat es offenbart uns, die wir also ihn kennen, dass es dort auch schön wird sein. Es war schön auf dieser Erde, aber es wird noch schöner mit dem Herrn sein. Interessant, was sagt der Prediger hier in Kapitel 7, 2. Geht lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Denn im Trauerhaus wird man daran erinnern, dass der Tod auf jeden Menschen wartet. Wer noch lebt, sollte sich dies zu Herzen nehmen. Ja, wenn man so sitzt neben einem Menschen, der jetzt auch bald geht, in die ewige Heimat oder auch in ein ewiges Verdammnis, aber er ist da und du sitzt da und denkst mit ihm mit, was geht weiter? Was ist nachdem, wenn er von hier, von diesem Leben geht? Diese Gedanken, die bringen dich auf ganz andere Denkweise. Das, was eigentlich manchmal so vergänglich ist und du denkst, es ist wichtig, wird in diesen Momenten gar nicht wichtig. Hier sind nur die ewigen Werte wichtig, die dich erfüllen, die dir ganz anderen Blick geben, weil du siehst dann alles also von dem Blick der Ewigkeit, so wie Gott es sieht. Ich habe mal das gelesen, weiß nicht ganz genau, war das Neil Armstrong, der eigentlich mal auf dem Mond war und dann so sehr berühmt war, überall wurde er gebraucht, also und hat einen vollen Tag voll gehabt, aber nachts ist er gegangen zu seinem Freund. Um 12 nachts manchmal kam er ins Krankenhaus. Er hat seine Hand gehalten. Er hat gelesen Psalmen. Es ist so wunderbar, wenn man so ein Mensch liegt, vielleicht die letzten Tage, und man ein lieber Mensch, der dich gern hat, dir die Hand hält. Es muss kein Jammer sein. Es müssen keine Worte sein. Es muss nur diese Begegnung, diese Berührung da sein, das ist so wichtig. Ich weiß nicht, wo wir nach Deutschland kamen, da habe ich bei der Firma Kercher gearbeitet. Und da habe ich einen ganz lieben Menschen kennengelernt. Er war so Abteilungsleiter und ja, hat gute Familie gehabt, waren gläubige Leute mit 4 Kindern und dann ist die Frau krank geworden. Und wo sie krank geworden ist, hat er mir das erzählt. Ja, manchmal standen wir auf dem Parkplatz und haben miteinander gebetet, auch geweint. Und ja, hat ihm trotzdem ein gutes Leben bis zuletzt. Nur den letzten Monat wurde sie dann gelb, weil die Leber nicht mehr funktioniert hat und ist dann schnell gestorben. Interessant, sie hat vor dem Tod ihm gesagt, heirate, lebe glücklich hier, wir treffen uns im Himmel, dass die Kinder auch einen Vater haben und Mutter. Und ja, auf jeden Fall, wo ich dann
wo es dann passiert ist, dass sie gestorben ist, hat er mich angerufen. Ich komme dorthin. Und wo ich kam in dieses Haus, habe ich es erst mal im Leben gesehen. Die Leute waren gar nicht so traurig. Ja, sie waren traurig, aber irgendwie hat man gesehen, die haben die Mutter, die Kinder ja in die ewige Heimat, in einen schönen Ort begleitet. Denn hier war es nicht mehr gut, die war krank. Und erst dann, wo wir mit ihm gesprochen haben und ich habe die Hand gehalten, dann habe ich gesehen, da kamen Tränen. Also, aber trotzdem, wir als Christen haben was ganz anderes, wenn wir jemanden begleiten in die Ewigkeit und wir sind erst mit Gott im Frieden. Das ist ein Geschenk, denn es heißt, denn was kein Auge gesehen hat und was kein Ohr gehört hat und in kein Menschenherz gekommen ist, für die, die den Herrn kennen, die ihn lieben, das hat Gott ihnen vorbereitet. Und das hat er auch uns so gezeigt. Es ist so schön. Es ist ein Reichtum und ich möchte jedem sagen, glaubt an den Herrn, liebt ihn, dass wir in der Ewigkeit zusammen sind. Gott segne euch.